Auf einem schönen Plakett, so eine Plakette vorne drauf. Katertrunk. Katertrunk. Könnt ihr Katertrunk. haben. Gib was meiner Katze. Ich nehme an, dass es halt Katertrunk ist, wenn man einen Kater hat, nicht wenn man einen Kater als sich hat, also so ein Tier, sondern. Außerdem hast du eine Katze und keinen Kater. Nein, er ist männlich. Er ist männlich. Oh, verdammt. Kannst ihn ja auch gerne mal zeigen. Nee, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Genau. Weiterhin Gut. gibt's zwei Fiolen, die ähnlich aussehen, aber es steht was anderes drauf, und zwar Magenbalsam. Ich nehme den Magenbalsam. Ja. Könnt ihr haben. Jetzt kommt etwas Tolles für die Leute, die gerne Dinge ausprobieren, und zwar zwei Anwendungen Opium. Nehme ich. Ich nehme gleich eine Dosis. Gleich eine Fiole. Nutze die Ich nehme die gleiche. andere. Ich betäube mich gleich Okay, direkt. guckt selber nach, was Opium anmacht. Dann eine Fiole mit Riechsalz. Ich nehme das Riechsalz. Irgendwas muss ich hier nehmen. Ja, du hast ja schon den Katertrunk. Ach, den habe ich auch. Ich wollte den einfach meine Katze geben. Weiterhin findet ihr drei Schutztrollen. Einige an mir. Ich nehme die eine. Ich will es erstmal angucken, was da drin steht. Ich Erstmal. auch. Gut, Zauberkunst. Ich habe keine Ahnung. Also, Godfrey darf jetzt noch Würfel würfeln. Würfel, würfel. Ja, Würfel würfeln. W100, und zwar 33. Mal? Nein, 33. Also, du darfst den Bereich bei Prozent. 33% aussuchen. Ach so. Ja. Dann nehme ich von 20 bis 53. Verdammt. Nice. Nice. Ja, du hast eine Schriftrolle Lähmung aufheben. Was noch? Ja, er kann ja noch gern die anderen zwei durchsuchen. Also die anderen zwei will er ja bestimmt auch noch Gut. dann. Ja. Klar. Dann die andere. Genau. Ja. Gut. Bisschen langsamer. Bisschen langsamer. Kena, du hast nochmal eine Schriftrolle Lähmung aufheben. Und Godfrey eine Schriftrolle Schläue des Fuchses. Okay. Weiter geht's. Es gibt da noch eine Kerze des Geisterabwehr. Nehme ich. Bin Kleriker, sowas brauche ich. Dann noch einen mächtigen Talisman. Nehme ich. Der Erstmal hilfreichen identifizieren. Winde. Nee, das lasse ich jetzt. Das ist mir alles ein bisschen. Der hängt an einer dünnen Silberkette. Müssen wir den noch identifizieren, den ich zaubern Nein. könnte? Oder? Hat er ja gesagt, ne? Habe ich gerade. Du würfelst Du doch darfst sowieso aber. wieder. Du würfelst doch gerade sowieso wieder. Nee, das sind jetzt einzelne Dinge, und das andere war halt zwei davon, eins davon, und da war es dann halt, welche du hast. Eine geflochtene Lederschnur mit einem schweren Talisman. Wissen wir, was das ist für einer? Ihr könnt gerne würfeln, aber ich sag's euch auch. Dann sag. Beziehungsweise es sind noch zwei weitere Talismänner, einmal der Heilkraft und einmal des Kampfesmutes. Heilkraft, meins. Kampf des Mutes würde ich dem Paladin geben. Ja. Falls wir ihn wiederfinden. Genau. Dann bewahre ich den schweren Talisman des Kampfesmutes so lange auf. Genau. Nee, Schwächeren, sorry, Schwächeren. Was schwächeren Ja. Kampfesmutes. Sind beide schwach, sorry. Der schwachen Heilung. Ja. Okay. Und ihr findet noch eine kleine Tasse mit Weihrauch der Verständigung. Weiter auch. Ja.
Falls ihr nachschauen wollt, was das alles ist, entweder im PRD oder in Ausbauregeln 7. Ist in Ordnung. Also, wir haben einmal, was ich jetzt alles aufgesammelt habe, sind einmal diese zwei komischen Bücher, Statuen, einmal schreiend, einmal was auch immer. Mhm. Ich habe das Gegengift mitgenommen. Diese zwei davon? Ja, zweimal. Kerze gegen Geister. Irgendwas gedünst. Talisman der schwachen Heilung und Weihrauch der Verständigung. Mhm. Das sind so die Sachen, die ich habe. Okay, ich habe eine Schriftrolle Schlaue des Fuchses, eine Schriftrolle Lähmung aufheben, einmal oh, Opium, Magenbalsam, ein Gegengift, eine Lupe und den Talisman der schwachen Kampfeskraft. Ich habe die Schriftrolle Lähmung aufheben, den Katertrunk, das Riechsalz und das Gegengift. Läuft. Gut. 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 Dann gehe ich wieder runter und... Gibt's da oben irgendwas? Nur das, was wir gefunden haben. Also so, keine Ahnung, ist da Platz, dass wir uns hinlegen könnten und ausruhen könnten? Theoretisch könnt ihr euch ausruhen, ja. Ich will erstmal diese komische Kreatur da platt machen. Eben, ich will, sehe ich die von da oben runter? Also ich denke mal, dass es so eine Art Balustrade ist. Genau, es ist so ein Empore nennt man das. Ja, gut. Genau, das Wort hat mir gefehlt. Dann stehe ich da oben und greife erstmal an. Ja. Ich auch. Ich möchte von oben eine Flamme auf ihn werfen. Okay, macht. Wenn ihr das unbedingt wollt. Ich nehme das Blasrohr raus und schieße mit dem Blasrohr drauf. Mhm. So. Dex ranged. Jawohl! Nice! Ach, ja. Moment, Godri, 5. Ja, das wird nichts. Ach, ja, du Scheiße. Aber ich dachte, ich bin die andere. Ich fange an. Also mache ich 7 Schaden. Ja, ihr habt es gleich auf Anhieb geschafft. Ja, das Ding ist einfach mal futsch. Ja. Es kippt einfach nur nach hinten. Langweilig. Also, ich habe eigentlich versucht, das anzusprechen? Nö. Okay, ich gehe runter und durchsuche die Leiche. Du gehst runter und durchsuchst die Leiche. Ich gehe runter und stelle mich hinter ihn, aber immer noch schützend hinter ihn. Ich beug mich so ein bisschen nach unten. Nicht, dass ich es explodiert. Oben. Ja, du findest einen Schlüsselbund. Jawoll. Mit einem Haufen Schlüssel dran. Das schreibe ich mir jetzt genauso an. Auf. ich hock mich ans Feuer und chill mich hin. Trink irgendwas, was ich dabei habe. Gut, ess eine Runde und. Ja. Entspann mich. Ich schlafe ein. Verdammt. Ich nehme das Opium und. Oh ja, mittlerweile wirkt das ja Opium mittlerweile bei uns und wir werden müde und schlafen ein. Okay. Geil. Ich lege mich ebenfalls auf den Boden und schlafe eine Runde vor dem Feuer. Okay. Ah, so. Man kriegt ein D8 temporäre Trefferpunkte durch Opium. Anscheinend, wenn das da im PRD drin steht. Ja, im normalen PRD 5 Footstep habe ich es nicht gefunden, in einem anderen. 1D8 PF. Oder woher hast du Opium? Ausbauregel 7, gell? Ja. Opium, was steht denn da? Ja. Effekt eine Stunde, ein W8 temporäre Trefferpunkte, alchemistischer Bonus von plus 2 auf Zähigkeitswürfe. Und wir kriegen ein W4 Konsti-Schaden und ein W4 Weisheitsschaden. Erstmal nehmen, bevor man nachguckt, was es ist. Und wir sind erschöpft.
Ja, also wir schlafen ein. Okay, ich würfel mal. Ich krieg ein Tempo rein. Na gut, aber bis wir wieder wach sind, ist es ja wieder weg. Das stimmt, also ich muss ja eigentlich gar nicht würfeln. Eben. Ich nuschel noch vor mich hin. Du da noch wach bist, du hältst Wache. Was? Oh. Und ich penne weg. Gut. Jetzt hoffe ich, das funktioniert alles. Ich muss gerade, weil ihr gerade auf die Idee kamt. Opium zu nehmen. Ja, hier noch was vorbereiten. Johann, Ja. dadurch verpennen wir das Treffen mit dem Rattenkönig. Darauf wollte ich hinaus. Ja, Leute, Leute. Und das Schöne ist, wir haben zwei Pennen und sie darf uns verteidigen. Ich kann das ja aufwecken. Ich bin Zwerg. Okay. So laut wie ich schnarche, kann sie nicht schreien. Ja, aber sie kann Ich kann dir die ins kein. Gesicht schlagen. Krass. Ich bin wach. Ja, das dauert schon eine Weile, also du hast schon normal die ganze Nacht geschlafen. Das gilt jetzt für alle. Ah. Das gilt für alle. Ich habe noch nichts. Dass wir geschlafen haben, Nein, oder? du kriegst gleich eine Nachricht. Okay. Ich muss sie gerade bei jedem Einzelnen, deswegen. Nun, der Twitch-Chat sieht alle drei. Genau. Zwei Stunden später. Hey, ich muss das doch auch erstmal hier alles rauskopieren. Nein, jetzt hat es nicht rauskopiert. So. Halt. Oh, das Ganze ist gerade ein bisschen lahm. Ich glaube, ich muss mein Roll20 gleich nochmal neu starten. Oh nein. Wache ich denn noch auf? Ja. War also ein Traum? Okay. So, wen habe ich jetzt vergessen? Okay, den habe ich Mich. vergessen. Ja, warten. Was gebe ich dir? Was gebe ich dir? Was gebe ich dir? Nichts. Hätte gerne einen Levelaufstieg. Vielleicht noch ein paar Magiepunkte. Yay.
So, damit war das auch abgehakt. Ja, also ihr habt jetzt alle, ihr wacht teilweise alle auf. Ne, ihr wacht alle auf. Ich schlafe noch, bin noch nicht fertig. Ich träume noch. Gut. Ich gehe zu der, stehe auf und gucke, ob die Person immer noch tot ist. Whoa, what the fuck? Ich stehe auf, lauf zu ihm rüber und gucke, ob das Monster, das die Person Ähnlichkeit mit dem Monster aus meinem Traum hat. Ich bin voll baff und muss das mal das alles verarbeiten. Immer noch auf Opium. So die Reste. Der Kater. Ich gebe dir nicht meinen Katertrunk. Oh, dafür wird es gut. Ja, zum Beispiel. Also, ihr könnt euch jetzt gerne darüber unterhalten, oder? Ja. Das ist eine Sache, die müsst ihr jetzt. Ich hatte einen extrem komischen Traum. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es ein Traum oder eine Erinnerung war. Auf jeden Fall hat mich ein habe ich ein Klopfen, als ich in meinem Bett lag, gehört. Und es kam nicht vom Fenster, sondern aus einem Spiegel. Und ein Monster grinste zu mir und meinte, es hätte mich gefunden. Total merkwürdig. Und ich habe gedacht, ihr habt das starke Zeug genommen. Ich guck dich komisch an, denk mir so, ich habe auch gerade was Komisches geträumt. Weiß auch nicht, ob das jetzt eine Erinnerung war oder ob es einfach nur ein Traum war. Aber irgendwie kam es mir sehr bekannt vor, so eine Art Déjà-vu. Dass ich irgendwie auf eine T-Kreuzung zulaufe, es ist neblig um mich rum und dann steht vor mir eine Gestalt, eine Schlanke, mit, keine Ahnung, irgendwelchen Stoff. Runterhängend, Lumpen. Also ich kann sicher sein, dass meins ziemlich sicher ein Traum war, weil ich kann schlecht glauben, dass aus Rosen Hände wachsen und versuchen, mich zu erwürgen. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Also bei Wir deiner hatten ein Bitte fettes geht's. Auge, was uns die Tür blockiert hat, ja? Ja, aber das ist ja irgendwo eher Geister als Rosenhände. Geisterrosen? Spielleiter, kann ich die Tür aufmachen? Ja. Gut. Was ist die Tür? Oh, die ich gar nicht gesehen. Ich gehe vorsichtig mit ihm rein. Vorsichtig. Ich gehe durch die erste Tür gleich wieder rein. Ja, Ich folge den ganz langsam. jetzt wartet doch erstmal. Ich muss doch erstmal hier im Stream auch nachkommen, dass ich das Bild wieder neu einstelle, damit man noch was sieht. Passt gut. Ja, also ihr seid jetzt erstmal in einem, ja, dunklen, leeren Gang. Für mich ist er nicht dunkel, weil ich ja Dunkelsicht habe. Ja, aber du weißt, was ich Ich meine. kann auch im Dunkeln sehen. Relativ gut. Man sieht überall auf dem Boden verstreut zertrümmerte Reste von Lampen, beziehungsweise Laternen, die überall auf dem Boden rumliegen. Okay. Und ja, da sind ein paar Türen. Ich zünd mir eine Kerze an. Ich mach die erste Tür auf, während er die anmacht. Ja. Trete ein. Was ist hier? Ich Warte. gucke rein. Du stehst noch draußen. Ich stehe mitten in der Tür. Ah nee, das ist erst was anderes. Regale mit Kisten und umfangreicher Sammlung wertvoller Dinge füllen diesen staubig vollgestopften Lagerraum. So, Wahrnehmung. Was haben wir alles hier? Ich lauf. Wahrnehmung, ja, du darfst jetzt gerne Initiative würfeln. Geil.